600 Gäste waren der Einladung zum Sommerfest gefolgt. Und IHK-Präsident Matthias Martinet stimmte sie ein auf aktuelle Herausforderungen wie Inflation, Energiekrise und Krieg in der Ukraine. Er gab aber auch einen Ausblick, der Mut machen sollte. Nachhaltiges Wirtschaften sei das Gebot der Stunde, denn nur so könnte man dem Klimawandel begegnen. Solle dies gelingen, dürfe der Staat nicht mehr so stark in unternehmerische Prozesse eingreifen wie bisher. Er forderte daher von der Politik eine durchdachtere staatliche Regulierung. Zunächst mal, es gehört zur DNA eines jeden Unternehmens, was langfristig erfolgreich sein will, nachhaltig zu wirtschaften und sein Umfeld und seine Umwelt zu achten. Insofern sind staatliche Regulierungen immer nur unterstützend. Und leider Gottes haben wir aufgrund der Regulierungstiefe, auch im Thema Nachhaltigkeit, oftmals Fehlsteuerungen. Und ich würde mir wünschen, dass wir mehr Dialog haben, gerade zwischen kleinen und mittleren Betrieben und der Politik. Und da sind wir als Kammer gerne auch vermitteln tätig. Zwei Unternehmer berichteten dann aus ihrem Alltag. Maximilian Fries ist Gründer. Der Darmstädter entwickelt klimafreundliche Kühlsysteme. Sein Start-up gehört zu den innovativen Anbietern von zukunftsfähigen Lösungen. Damit diese sich aber im Wettbewerb behaupten, braucht es von Anfang an eine bessere finanzielle Förderung. In Deutschland haben wir wirklich einen schlafenden Riesen an Innovationskraft an den Universitäten. Wir geben sehr, sehr viel Geld dafür aus in der Forschung. Wir müssen allerdings diese Innovationen auf die Straße bringen. Hierfür ist sehr, sehr viel Kapital notwendig. Es können mehrere Millionen Euro sein. Nur eine Innovation kann sich nur beweisen, wenn sie am Markt auch fähig ist, zu überleben. Götz Rehn hat 1984 Alnatura gegründet, heute ein großer deutscher Hersteller von Bio-Lebensmitteln. Rehn erklärte, Nachhaltigkeit präge sein Unternehmen ganzheitlich. Neben einer ökonomischen gibt es auch eine ökologische und soziale Dimension. Ganz wichtig sei aber auch die kulturelle. Oft würde sie außer Acht gelassen. Auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit ist sie jedoch von entscheidender Bedeutung. Wichtig ist, wenn wir die Welt verändern wollen, dass wir den Menschen in den Mittelpunkt stellen und nicht das Wirtschaftliche. Und das ist der Paradigmenwechsel, den wir brauchen. Und insofern ist die vierte Dimension, die Sie angesprochen haben, diejenige kulturelle, könnte man sagen, nämlich das Menschen- und Weltbild. Und wenn man so denkt, ist man näher bei den Menschen. Und das ist dann auch ein Wettbewerbsvorteil. Alnatura-Gründer Rehn orientiert sich dabei an den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. Eine ähnliche Tafel, wie sie auf dem Campus seiner Darmstädter Firmenzentrale steht, wurde nun auch bei der IHK aufgestellt. Jeder, der wollte, konnte darauf seine Ideen für Nachhaltigkeit notieren. Für die IHK geht es aber um mehr. Sie unterstützt bei der konkreten Umsetzung. Unternehmern, die sich bisher noch gar nicht so richtig systematisch mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandergesetzt haben, bieten wir zunächst mal Orientierung. Es gibt diese 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, die SDGs. Die sind ein toller Referenzrahmen, weil die auch von Politik und Verwaltung verstanden werden, alle über das Gleiche reden. Und wir bieten beispielsweise Informationen online, wir bieten Leitfäden, wir bieten richtige Einstiegshilfe, damit sich Unternehmen orientieren und die Handlungsfelder identifizieren, auf die sie selbst tatsächlich auch einzahlen können. Bei der Umgestaltung der Wirtschaft hin zu einer nachhaltigeren sieht sich die Industrie- und Handelskammer in Darmstadt auch als Partner der Politik. Mit ihr tritt sie in den Dialog, um die Mitgliedsunternehmen noch besser bei der Transformation zu unterstützen.